ohne Geschmack, Kalorien oder verwirrende Erinnerungslücken. Hier! Ich schlafe, wenn ich tot bin. Oder vielleicht heute Nacht. Ich frage mich, wo nur mein ganzes Kanonenpulver nach dem Unfall mit der Schwiegermutter abgeblieben ist. Yeah! Yeah! Ein nasses Voodoo-Schwert. Das wollte ich schon immer haben. Der Korb bringt uns nicht weiter. Es ist wirklich klein, ich weiß wirklich nicht, was ich tun muss. Ich werde dich losschneiden. Mit diesem Schwert diese Seile durchtrennen? Bist du denn verrückt? Vielleicht verrückt nach dir. Kümmer dich um LeChuck, Süßer. Ich komm schon klar. Elaine! Guybrush? Hey, LeChuck! Finde etwas, um das Voodoo-Malzbier zu ersetzen. LeChuck davon ab, diese Affen zu foltern. Ich weiß es wirklich nicht, wie es weitergeht. Also, ich tippe mal, dass es so geht. Mal sehen, ob wir nicht ein paar dieser zügellosen Wurzeln zurückschneiden können. So, schon viel besser. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Mal sehen, ob diese Wurzeln irgendetwas an diesem fürchterlichen Nicht-Grog bewirken können. Igitt, dieser Wurzelgrog ist geschmacklos, fade und trocken. Und außerdem sprudelt er nicht. Das nenne ich einen sprudelnden Wurzelgrog. Ich wette, er schmeckt immer noch wie Affenrotze. Yeah! Yeah! Zum letzten Mal, LeChuck. Ich stehe nicht auf... Okay, du Fass mit ekelhafter, kalorienarmer Flüssigkeit. Mach dich nützlich. Aber hallo! Aufgepasst, LeChuck. Hier kommt Guybrush Threepwoods glühendes Schwert der Vergeltung für die Affen. Hey, LeChuck! Yeah! Yeah! Zum letzten Mal, LeChuck. Ich stehe nicht auf dich. LeChuck! Ich muss doch wohl sehr bitten. Ich bin hier mitten in einer unheiligen Zeremonie. Unheilig das hier? Unheilig das hier? Ja, ich weiß, aber er hat mir keine bessere Vorlage geliefert. Hey! Ha! So einfach kannst du mich nicht besiegen, Sheepgod. Was? Was ist los? Ist das der eigentliche Verwendungszweck für ein Entermesser? Ich weiß es nicht. Es ist so grell. Was zum Kuckuck? Wurf. Ich.
bin ein Mensch. Darüber könnte man sich streiten. Guybrush, schnell! Mach ihm ein Ende! Was? Oh, klar. Das ist für die Affen, LeChuck. Was machst du denn? Mach ihn fertig! Ich bin das nicht. Das ist meine Hand. Sie... Oh, oh. Elaine! Guybrush? Elaine? Ahoi, mein Lieber! Wie? Halb so wild. Dich haben wir gleich wieder auf den Beinen, um Grog zu schlürfen. Au! Meine Nase! Meine wunderschöne Piratennase! Das wirst du mir büßen, du feige Bilgenratte! Pardon, keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Oh, das ist gar nicht gut. Junge, Sie sollten diese Hand mal jemandem zeigen. Hä? Ich heiße Nipperkin. Davy Nipperkin, leitender Reporter, Keelhauler Gazette. Willkommen auf Flotsam Island. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Eigentlich. Bestens. Wie heißen Sie, wo kommen Sie her und wie sind Sie hergekommen? Ich bin Pirat Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat und... Ein Pirat, was? Nun, das glaube ich erst, wenn ich's mit eigenen Augen sehe, Junge. Dennoch wäre es schön, wenn wieder ein wahrer Pirat in der Gegend von Flotsam Island seinen Säbel rasseln ließe. Unglaublich, aber ich hatte mehr als 6 Monate lang keine waschechte Piratengeschichte mehr, über die es zu berichten gab. In der Tat, es geht halt nichts über die Aussicht auf eine gute Piratengeschichte und schon fließen wieder die guten alten journalistischen Säfte in mir. Hey! Reden Sie! Jetzt haben Sie die ganze Zeit dagestanden und mir zugehört, so durchnässt, verwirrt und was weiß ich. Also, was für eine Geschichte haben Sie, Creepwood? Ich brauche ein Schiff, um wieder zu Elaine zu kommen. Diese Insel ist wirklich schön, aber wo kann ich denn ein Schiff finden? Ich muss unbedingt zum Gelato-Felsen zurückkehren und meine Frau finden. Nun, auf Flotsam Island gibt es nur ein Schiff, aber selbst das wird Ihnen wenig nützen. Weshalb denn das? Die Winde, Threepwood, die Winde! Auf Flotsam Island blasen die Winde stets landeinwärts. 24 Stunden am Tag, 350 Tage im Jahr. Es ist eine Laune der Natur, ein Haken, ein Fluch. Wie auch immer man es nennt, am Ergebnis ändert sich wenig. Wer einmal auf Flotsam Island gelandet ist, sitzt in der Falle. Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes vormachen, dass man von dieser Insel nicht mehr wegkommt. Nun, jedenfalls nicht mit einem Schiff. Der Einzige, der vielleicht weiß, wie man diese Insel wieder verlassen kann, ist Deep Gut. Deep Gut, Elaines Mutter ist hier. Deep Gut? Wer ist denn Deep Gut? Deep Gut ist meine geheime Quelle für Nachrichten von außerhalb der Insel. Und das ist auch gut so. Ohne Guts verblüffende Exklusivmeldungen von anderen Inseln wäre die Keelhauler Gazette nie in der Lage, es mit diesen hochnäsigen Primadonnen der Flotsam Times aufzunehmen. Nachrichten von außerhalb der Insel? Dann weiß er vielleicht auch etwas über Elaine.
Wo kann ich diesen Deep Gut finden? Mal ganz langsam, Piratenjunge. David J. Nipperkin offenbart seine geheimen Quellen nicht einfach jedem an Land gespülten Hinz, Kunz und Guybrush. Ich kann sie bezahlen. Mit Schätzen. Von meinem Schiff. Das wahrscheinlich inzwischen auf dem Meeresgrund liegen müsste. Passen Sie auf, Junge. Sie scheinen ein recht netter Pirat zu sein. Da will ich Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Eine Abmachung, okay, aber keine Unterschrift, das Blut. Ein Geschäft? Ja, Nachrichten über den Rest der Welt sind ja schön und gut, aber die guten Bürger von Flotsam sind es satt, Geschichten über weit entfernte Länder zu lesen, die sie nie sehen werden. Außerdem hasse ich es, diesem Deep Gut verpflichtet zu sein. Und? Also brauche ich ein paar schöne, fetzige, lokale Piratennachrichten. Ich liebe es, Piratenschlagzeilen zu machen. Das ist die richtige Einstellung, Junge. Wenn Sie das in die Tat umsetzen und hier eine schlagzeilenträchtige Freibeuterkultur aufziehen, werde ich Ihnen Deep Gut auf einem Silbertablett reichen. Das wird ein Kinderspiel. Eine Kleinigkeit. Eine kleine... Au! Die Hand. Das wird wirklich lustig mit der Hand werden. Dann würde ich sagen... Wir schauen uns noch ein bisschen um. Und dann würde ich sagen, ich beende diesen Part. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von meinen Eröffnungs-EP haltet. Wir werden Forge Unleashed ein anderes Mal spielen. Und ich hoffe, euch gefällt Monkey Island auch. Ich würde sagen, Wiederschauen, reingehauen, euer Tiger DJ. Und bis zum nächsten Mal.